Jörg Brase ist unser Korrespondent für den Iran. Jörg, da blickt die Welt voller Sorge auf die Straße von Hormus. Warum macht der Iran das? Warum diese Eskalation jetzt? Nun, Iran will sich offensichtlich nicht vorführen lassen von Amerikanern und Briten. Man will Stärke zeigen und wohl auch Vergeltung üben für die Wirtschaftssanktionen, indem man den Ölhandel im Persischen Golf stört und verunsichert. Und das scheint ja auch zunehmend zu gelingen. Man will auch erreichen, dass was auch passieren soll, ist, dass man Sanktionen umgeht. Die iranische Führung will Stärke zeigen. Der religiöse Führer hatte gefordert, dass es Vergeltung gibt, auch für das Festsetzen dieses Öltankers vor Gibraltar. Er hatte da eine starke Antwort gefordert, wie auch die Revolutionsgarden. Diese Antwort hat es also gegeben im Moment. Der Iran rechnet wohl nicht damit, dass die Amerikaner und ihre Verbündeten es tatsächlich auf einen Krieg ankommen lassen. Und so bleiben sie bei ihrer harten Haltung. Da sind sich Reformer und Hardliner offenbar im Moment in Teheran einig. Die Einschätzung von Jörg Brase. Vielen Dank, Jörg.